Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben wieder einen kleinen technischen Fehler, und das ist nämlich, was wir schon mal hatten bei Hearthstone, dass er meine Stimme wieder nicht aufnimmt. Jetzt haben wir hier das Gameplay und ich sehe mir nur das Video an und rede einfach mal darüber. Ja, es war eben gerade passiert, aber was ich jetzt komplett alles gesagt habe, kann ich jetzt auch nicht mehr so wiedergeben, wie, ja, wie ich das gesagt habe. Aber ich denke mal, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar bei den Missionen. Und zwar die Hauptmission. Hier haben wir eine Anfrage wegen Bewertung. Ja, wir freuen uns, dass das Spiel gefällt, bla bla, dass wir, genau, eine Bewertung da lassen im Google Play Store. Machen wir aber später, nicht während der Aufnahme. Ja, jetzt liest du ganz schön lange vor, würde ich sagen. So, jetzt ist er fertig. Alles klar. Die Feder und das Schwert, das wollen wir machen. Die Feder und das Schwert, genau. Hier können wir uns nochmal angucken, hier, was unser Missionsziel ist. Gut. Alles klar, Team bearbeiten vorher nochmal, bevor wir irgendwas machen. Da bearbeiten wir das Team. Wir brauchen einmal hier dieses mit den Hermes-Schuhen, das Symbol, und einmal hier diese, was soll das für ein Symbol sein, dieses pinke Symbol. Ja, jetzt haben wir gewechselt, weil unsere Constanza, die hat nämlich dieses Hermes-Schuh, also, ne? Hermes, der fliegende Götterbote. Damit meinte ich das. Und das sieht irgendwie so aus, als wenn das so ein Stiefel ist mit so einem Flügel dran. Ne? Und der Götterbote, der hatte einen Helm, ich glaube Handschuhe und Stiefel mit Flügel dran. Oh, hier haben wir nochmal den Beladebalken. Schade, dass das einfach nicht so gemacht ist wie bei den normalen Assassin's Creed-Teilen. Konsolenversion. Naja, fangen wir mal an. Dieser Soldat ist sehr schwer auf Stufe 4, also wird Constanza gegen ihn nichts ausrichten können. Also wählen wir, oder wir nicht, das macht ja der Jutze, der das gemacht hat. Er wählt Tarik. Der Tarik hat nämlich ein leichtes Spiel mit diesen Soldaten. Er wird da jetzt einmal reinrennen und ihn die Fresse polieren. Na los, Attacke. Denn die andere Fähigkeit da noch, und dann haben wir es gleich geschafft. Noch einmal normaler Angriff. Fertig ist er. Er kommt ja wohl mit jedem klar. So, jetzt möchte ich gerne hier reingehen, aber ist irgendwie nicht möglich. Und bis der Jutze das geschnallt hat, dass er da nicht durchkommt, und zwar oben lang gehen muss, dauert das eine Weile. So. Er kommt da auch nicht durch. Doch, doch, er würde da reinkommen, ne? Mit Schlossknacken, sehe ich gerade. Ach, das ist, ah, guck mal, jetzt verstehe ich das erst. Es ist ein verschlossener Raum, der mit Schlossknacken aufgeschlossen werden muss. Unser Schlossknacker, der hätte das hingekriegt. Aber ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden. Na gut, jetzt bin ich schlauer fürs nächste Mal. Sie klettert da hoch, sie klettert da auch hoch. Was hat er jetzt da überlegt, weiß ich nicht. Attacke. Aber sie kriegt es hin. Ach, wieder daneben. Ja, sie ist eher für so Parkour geeignet, so wie es aussieht. Und nicht so mehr für Kämpfen, obwohl sie ein Schwert in der Hand hat. Ja, und das Symbol da oben drüber ist, glaube ich, Bandagen. Also Heilung durch Teammitglieder. Also mit. Ja, er soll ihnen jetzt den Helm vom Kopf nehmen. Und das macht er so. Dann
Ja, normaler Angriff, nochmal hinterher und schon hat er mal erledigt. Jetzt geht es nach links in den Raum weiter, dann müssen wir runter und ja, jetzt habe ich nochmal geguckt, vielleicht kommen wir ja doch in den Raum da unten rein. Aber dem ist leider nicht so. Im Endeffekt, weil wir hätten doch wirklich da die Tür aufknacken sollen. Gehscheiter, sie ist einfach runtergepurzelt. Schade. Ja, die Konstanza, die müssen wir noch ein bisschen trainieren, würde ich sagen, damit sie uns eine Hilfe ist hier in so einer Mission. Weil die Missionen werden auch immer schwieriger. Sie kann gegen den Soldaten wieder nichts anrichten, aber sie würde darüber kommen, weil sie ja mehr so Parkour-mäßig drauf ist. Also macht das doch. Er kriegt das auch nicht hin. Doch, die da unten, die beiden. Und Hamid, kriegt er das hin? Ich weiß gar nicht, ob ich das nachgucke, weil bei dem verlasse ich mich eher darauf, dass er die Fallen. Nee, habe ich doch nachgeguckt. Ja, verlasse ich mich eher darauf, dass er die Fallen fertig macht und ja, die Türen öffnet. Oder Truhen. Halt, worauf er spezialisiert ist, ne? So, renn mal los. Gescheitert. Zum Glück nicht runtergefallen. Und Attacke. Der ist, glaube ich, aber als sehr schwer angezeigt worden. Deswegen kriegen wir auch richtig ordentlich die Fresse poliert, würde ich sagen. Leider ist das so. Aber jetzt ist er im Rennen, jetzt muss er die Sache beenden. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Oh, wieder, ja, schon im roten Bereich, das ist nicht schön. So, zum Glück haben wir den anderen umgangen. Um den brauchen wir uns nicht mehr kümmern. So, in den Raum kommen wir leider nicht mehr. Das hätten wir uns früher überlegen sollen. Da müssen wir jetzt rein. Und da schnallen wir jetzt endlich, dass das eine versperrte Tür ist, in der wir, ja, wo wir einfach die Tür knacken müssen. Wir können auch unten lang gehen, aber das ist etwas gefährlicher. Also knacken wir lieber die Tür und dann kommen wir auch da rein. Versuche das mal. Gescheitert. Nochmal. Das sind noch drei Versuche. Wieder gescheitert. Verdammt. Aber wenn er so an der Tür ruckelt, dann müsste der da drinnen eigentlich merken, dass da jemand reinkommt. Oder reinkommen möchte. Gut. Der letzte Versuch hat es geschafft. Wen schicken wir da rein? Hamid können da rein, ne? Der hat nämlich normal auf die Schwierigkeit. Der könnte das sogar schaffen. Also los, gib dein Bestes. Jawohl. Immer mit dem Knüppel rauf. Den haben wir. Nochmal draufgeschlagen, als er auf dem Boden lag. So machen wir das. So, die Dokumente haben wir. Tagebuch des Schreibers. Und damit ist die Mission erfüllt. Hurra! Das haben wir gerade so noch hingekriegt. Der Tarek war ja schon am Ende, aber leider haben wir nicht geschnallt, dass wir die Tür öffnen können durch Schloss knacken. Zum Glück haben wir das vorher nicht gemacht, sonst hätten wir nämlich jetzt hier an der Tür Probleme gehabt. Weil er hat es nämlich mit dem letzten Versuch geschafft. Und ja, hätten wir vorher die andere Tür noch, dann wären einige Versuche schon weg gewesen. Dann wären wir da gar nicht reingekommen. Naja, nicht so schlimm. Hier nochmal der Ladebalken. Schön. Die müssten wir eigentlich rausschneiden oder Pause drücken kurz oder sowas. Müssten wir eigentlich machen, ne? Damit das nicht so an die Zeit reißt, nagt. So, hier haben wir mit Echtgeld bezahlte Rekruten, aber das wollen wir leider nicht machen. Ja, weil. Nee, also muss nicht sein. Man kann sich das ja alles erspielen. Das Spiel ist umsonst. Ist verständlich, dass sie durch diese Art und Weise. Ups. Ja, ist verständlich, dass sie durch diese Art und Weise ihr Geld oder das Spiel finanzieren wollen. Viele werden wohl einen auch machen, glaube ich. Jetzt habe ich doch drauf geklickt, weil anders wäre ich da nicht rausgekommen. Es gab keine Möglichkeit, irgendwo drauf zu klicken, um den Kauf abzubrechen. Und so bin ich da rausgekommen. Alles klar.
Da haben wir das Symbol. Dieses DNA-Symbol, das ist eine. Weil wir ja zwei Räume freigeschaltet haben, die werden wir auch jetzt bauen. Und der eine ist verbunden mit dieses Symbol da. Dieses DNA-Symbol. Und das sind die Missionen, die wir nachher machen müssen, um. Ja, wie sagt man dazu? Um zu befördern. Warum habe ich jetzt auf den Shop geklickt? Ach so, genau. Wieder ein gratis Würfel, was drin? Medikamente, Codex-Seiten und DNA-Punkte für Hamid Al-Yasur. Cool. Die hat er jetzt gekriegt. Ich glaube, damit kann ich befördern. Soweit ich weiß. Jetzt klicken wir auf zurück, genau, und gehen ins Hauptquartier, um die Räume erstmal aufzubauen, weil wir sind ja aufgestiegen. Den Bruderschaftsrang, der ist ja, hat sich ja erhöht. Hier gibt es nichts weiter. Da müssen wir erst die anderen Ziele erfüllen. Das machen wir, glaube ich, nebenbei, außer tägliche Auswahl kaufen. Weil mit Ingame-Geld ja. Mit Echtgeld eher weniger. Außer wenn es keine andere Wahl gibt, dann mache ich das wirklich. Dann habe ich aber auch kein Problem damit, weil alles für die Aufnahme. Und er lädt. Was haben wir denn hier? Animus Premium Zugang. Ja, das ist ein Abo, wo wir 10 Euro im Monat bezahlen, damit wir, ja, sieht man hier, plus 20% zusätzliche tägliche Login-Belohnung, Gegenstände und so was, ja, Ressourcen, Marken, irgendwas, ja, gut, erstmal Geld einsammeln. Nein, machen wir nicht, erstmal bauen wir. Und wir fangen an mit der Rüstungsschmiede. Die bauen wir über unsere andere Schmiede da, die Waffenschmiede. So, da haben wir es. So, alles klar. Hier haben wir einmal einen Schienenpanzer. Der wird jetzt hergestellt von Jutze, klick mal drauf. Gut. Hergestellt von Matteo. Der hat nämlich 13. Warum ging es nicht? Achso, ich muss auch auf Herstellen klicken. Alles klar. Kostet 800 Mäuse. Gut, zwei können wir nicht auswählen, wir können nur einen auswählen. Hätte sein können, dass wenn zwei dran arbeiten, dann geht es schneller. Aber ist nicht so. So, dauert 8 Minuten noch was. Da oben haben wir Geld. Die Lagerkapazität ist wieder voll, also können wir die Briefe da nicht einsammeln oder was auch immer. Er ist fertig mit Trainieren. Gut. Dann können wir den nächsten trainieren schicken und diesmal ist es unsere Konstanza. Waffe neu hergestellt. Ja, die müssen wir eigentlich auch noch vergeben. Das machen wir jetzt in der Aufnahme leider nicht. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ich glaube, unser Kollege, der die versteckte Klinge führen kann, der hat bereits eine versteckte Klinge. Aber kann sein, dass die besser ist, die wir gemacht haben. Ja, hier tippt Jutze wieder irgendwie durch und erzählt da irgendwas. Ich weiß jetzt aber gerade überhaupt nicht, was er da gesagt hat. Keule. Ja, Langschwert. Vorrat 1. Also haben wir davon eigentlich schon einen? Haben wir schon hergestellt? Kann sein. Ja, nun machen Sie mal was. Der wird jetzt hergestellt. Den haben wir aber schon mal im Lager. Trotzdem kann er das machen, dann ist er erstmal beschäftigt. Aber bevor die Schmiede kalt wird, machen wir das mal. So, jetzt bauen. Zeremonieraum. Attacke. Wird jetzt gebaut. Da oben hin, neben die Wohnquartiere. Was können wir hier machen? Konstanze ausgewählt. Die kann eine Beförderung gut gebrauchen, weil
Weil sie halt noch nicht so gut ausgebildet ist wie alle anderen. Also bei jeder Aktion, die sie machen soll, da sind die Prozente nicht so, also die Prozentzahl ist halt nicht so hoch wie bei allen anderen, deswegen bräuchte sie ein bisschen Training. Das ist aber mit dieser DNA-Mission verbunden. Oder hier steht Vermächtnismission. Was ich vorhin gezeigt habe, was ich erwähnt hatte. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und machen auch eine davon. Ja, Wohnquartiere gibt es nichts. Das ist einfach nur so da. Und ja, hier Rüstung wird fertig gemacht. Hier wird fertig gemacht. Ein Training. Da kann jemand trainieren. Wer trainiert denn? Konstanza, die kriegt gleich erstmal zwei Codex-Seiten. Zwei große Codex-Seiten. Viel bringt viel, denke ich. Ausbilden 160, so wie es aussah. Ja. Dauert auch wieder 5 Minuten. Und dann können wir unsere Missionsziele machen. Abstergo-Industrie. So. Da sind wir wieder. Vermächtnismission. Schauen wir mal. Also drinnen stand, wir haben 3 von 21, glaube ich. Oder ein paar mehr waren das, 26. Region 1. Genau. 3 von 21. So wie es aussieht, haben wir aber die erste fertig, weil er sagt hier 3 von 21, also werden wir schon 3 fertig haben. Der eine hat aber, also Nummer 1 hat aber 3 Sterne, also gehe ich davon aus, dass wir die fertig haben und die zweite noch nicht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ach so, jetzt sehe ich das erst. Na gut, Jutze kann das nicht wissen, der hat es nicht gesehen. 3 Sterne von 21. Nicht 3 Missionen von 21, also macht er das Richtige. 3 Sterne von 21 haben wir. Jetzt holen wir uns die nächsten 3 Sterne. Und zwar in dieser Mission. So, jetzt gehen wir wieder nach den Symbolen. Die müssen aber noch geändert werden. Konstanza kommt raus, Maximo kommt mit, weil er hat nämlich dieses Symbol mit dieser Kapuze. Da gehe ich mal von aus, dass er viel aus dem Schatten, also aus dem Hinterhalt angreift. Das soll das wahrscheinlich heißen. So, wir beginnen in der freien Natur, schön im Wald, aus dem Wald, durch den Vorgarten. Ja, das macht gleich unser Maximo oder Tarik. Tarik ist ja nur halb. Oh, sehe ich jetzt auch gerade erst. Der hatte nur halbes Leben, weil er in der letzten Mission gar so angeschlagen war. Den hätten wir vorher heilen sollen. Ich hoffe, das schafft er trotzdem. Maximo, Attacke. So, Geld. Wir schmeißen mit Geld, wohlverdiente Geld, nur um zu killen. Das gleiche machen wir jetzt nochmal, weil es so gut funktioniert hat. Da sehe ich leider nicht, dass das eine begrenzte Anzahl hat, um die Fähigkeit zu nutzen. Jetzt haben wir nur noch 2, soweit ich weiß. Hier müssen wir die Fallen entschärfen. Dafür haben wir unseren Hamid. Der macht das natürlich mit links. Zack, hat er fertig. Dann muss er ihn noch über die Mütze geben und dann kommen wir weiter. Das ist nämlich auch kein Problem für ihn. Mit einem Schlag erstmal halbes Leben weggeholt. Jetzt hat er noch 3 über und normaler Angriff, fertig. Gut. Auf dem Boden liegen, dann nochmal raufgeprügelt. So wie es sich gehört. Da oben sind auch wieder Fallen. Da schicken wir ihn gleich nochmal rein. Ja, ich finde es schön, dass man, wenn man ein Spiel versteht, dass man es versteht. So. Also damit man weiß, was man tut. Also wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder gehen wir hier hoch oder wir gehen hier unten lang. Jutze war aber jetzt der Meinung, bevor wir da unten lang gehen, gehen wir erstmal hoch
und gehen danach unten lang. Aber leider beendet sich die Mission da oben und wir haben keine Möglichkeit mehr, unten lang zu laufen. Naja, nicht so schlimm. Jetzt sind wir schlauer, jetzt habe ich es irgendwie rausgekriegt. Also wenn man das sich nur anguckt, dann sieht man viel mehr, als wenn man das selber spielt. Er klettert da hoch, auch wenn er nicht darauf trainiert ist, aber er schafft es trotzdem. Er wird gescheitert. Aber hochgekommen ist er trotzdem. Trotz alledem. Hier schicken wir wieder, aber sehr schwer für Tarek, weil er ist angeschlagen. Hamid leicht. Und hier haben wir sehr leicht. Der eine Gegner, ja. Jetzt haben wir noch einen. Wir haben nur noch einen Punkt, ne, auf dem. Haben wir wieder nur einen Punkt auf dem. Da schmeißen wir wieder Geld, weil wir es haben. Ja, und das war's. Leider müssen wir jetzt in den Kampf antreten. Daneben. Ja, wir machen ein bisschen mehr Schaden als er. Da wo wir 29 Schaden machen, macht er nur 6. Da müssen wir jetzt runterspringen. Also los. Wer traut sich? Er schafft das. Er ist zwar nicht drauf trainiert, 34%, aber alle anderen sind auch nicht besser. So, den nehmen wir gleich von oben. Da hatten wir einen kleinen Vorteil. Ja, sind halt auch nicht die besten Waffen, ne, für den direkten Kampf. Aber kriegen wir trotzdem auf die Reihe. So, hier haben wir sehr leicht für ihn. Den Tarek lassen wir einfach nur mitlaufen, den werden wir nicht mehr benutzen, weil der soll wenigstens überleben. Alles klar. Und ich denke mal, in der nächsten Aufnahme ist er wieder topfit. Na du, greif an. Achso, jetzt stelle ich fest, dass ich keine Punkte mehr habe auf dieses Meucheln, ne? Deswegen müssen wir dran vorbeirennen. Wir hätten auch angreifen können, ne? Normal. Zack, einmal gewechselt. Wir haben es geschafft. Und zwar friedlich. So, nächster Raum ist der letzte Raum. Also, es gibt der Bestes. Das ist der letzte Kampf in der Aufnahme. Alles klar. Gut, das haben wir auch fertig. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt sehen wir uns nochmal die Belohnung an. Wir haben wieder 3 Sterne, also haben wir jetzt 6 Sterne und nicht 6 Missionen. Und wir haben durch, wie hieß das nochmal? Jetzt halt gar nicht so. Durcheilen, so hieß das, genau. Haben wir freigeschalten. 160 XP, denn die DNA-Punkte für Constanza. Und jetzt können wir Constanza auch befördern. So. Ja, jetzt sind wir schon so weit in der Aufnahme. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und machen dann mit der Beförderung in der nächsten Aufnahme weiter. Die nächste Folge. Er kann es einfach nicht sehen lassen, ne, der Jutze. Der muss einfach weiterspielen. Leider ist es aber so, wenn du so richtig schön drin bist im Spiel, dann kannst du nicht einfach aufhören. Leider. Oh, wieder was zum Lesen. Nun, da sie ihre Hingabe unter Beweis gestellt haben, haben sie die Assassinen eine Beförderung in neue Ränge der Bruderschaft verdient. Um diesen Übergang zu zelebrieren, sollten wir einen Zeremonieraum bauen. Den haben wir schon gebaut. Den konnten wir auch noch nicht benutzen, weil wir mussten erst noch die eine Mission machen. Und die haben wir gemacht. Wir wollen jetzt aber jetzt nicht die Zeremonie machen, weil wir wollen die Aufnahme beenden. Naja, wie auch immer. Wir machen auf jeden Fall hier weiter, wo jetzt das Video aufhört. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Dann können wir das alle zusammen machen. Ja, nur Hamid kann das machen, weil sie ist beschäftigt. Und jetzt hör aber auf.
Jetzt, wir sind am Ende der Miss, am Ende der Aufnahme. Gut. Viel passiert hier eh nicht mehr. Die ist nämlich beschäftigt. Und sie wird in der nächsten Aufnahme fertig sein. Oder ist schon fertig. Gut, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.